Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fit the Beast Continuum. Ja, nachdem wir in der letzten Folge unsere Miner oben aufgebaut haben, wollen wir uns mal heute so ein bisschen drum kümmern, die anzuschließen. Ob wir das heute komplett kriegen, fertig kriegen, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich würde gerne dafür noch vorher eine Quest abschließen. Und zwar ist das hier die Flachs-Geschichte. Ach Mann, ey. Genau. Wir fangen mal an, die... habe ich Iridium? 4. Da muss ich mal eben ein paar Platten machen. Zack. Mal eben da reingedonnert. Werden die abgepumpt? Nein. Okay, die holen wir uns dann gleich. Die Dinger sind so schweineteuer. Habe ich Flux? Oh, ich sitze immer so weit von meinem Schreibtisch weg in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen umgebaut hier bei mir. Oh ja, Flux habe ich ein bisschen. Okay. Reicht. Plutonium machen wir uns noch mal eben hier. Was? Oh, das reicht. Ist aber nicht viel. Achso, jetzt brauche ich erst die Platten. Ach, das sind Iridium Alloy. Ach nee, nicht schon wieder. Ach Mann. Kein TNT mehr. Nee. Ich hatte, glaube ich, kein Gunpowder mehr, ne? Ja, da fehlt es mir nämlich. Shit. Dann machen wir es erstmal. Shit, wie komme ich denn am besten an Gunpowder? Über Sulfur. Oh, hier, Juju mit. Das ist gut. Das ist gut. TNT. So, haben wir das mal eben dann durch. Ist zwar nicht viel, aber es ist erstmal ein Anfang. Das ist auch nicht wirklich viel. Hallo? So. Okay, können wir erstmal anfangen. Wir brauchen mal einen Flachsplug. Dafür brauche ich einen Flachsblock. Ach du Scheiße. Okay, mehr von diesen Dingern machen. Ich habe kein Plutonium mehr. Boah, das ist ja mega teuer. Halleluja.
Okay, das können wir, glaube ich, erstmal vergessen. Was habe ich denn hier noch an? Das ist auch nicht wirklich viel. Das sind nochmal 32, die ich da draus kriege. Das ist nix. Das ist Nullo. Okay. Ja, dann können wir das, glaube ich, erstmal vergessen. Ohne eine ordentliche Plutoniumversorgung können wir da leider nichts machen. Was haben wir denn hier? 18.000. Gucken wir mal, müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir das hier rauskriegen. Komm nicht ran. Jetzt am besten. Muss ich mir was überlegen. Weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Dann machen wir es anders. Dann machen wir den ursprünglichen Plan. Ich wollte ja jetzt eigentlich ein bisschen von weggehen, aber drauf geschissen. Wir stellen mal hier die drei Hives auf. Machen wir hier ein bisschen Bee Power. Die braucht wieder einen kleinen Energieimpuls. Einen kleinen Generator stehen oder sowas? Nee, nichts. Co-Generator. Mal einen kleinen Energieschubs. Zack. Dass der arbeiten kann hier. Brauche ich wieder diese die anderen Upgrades noch. Upgrade und zwar die hier. Ein davon. Okay, dann arbeitet der schon mal, zumindest schon mal, und versorgt auch die anderen beiden hier mit Strom. Okay, das läuft erstmal soweit. Dann
versorgen wir den Kameraden mal mit Strom hier. Dann dürfte der hier erstmal, hoppala, Strom bekommen. Die Kiste habe ich vergessen. Nein. Können wir die hier gleich mitnehmen? Oder ich nehme. Ich nehme lieber eine große. Hallo, ich würde gerne da hoch. Danke. Oh, da ist sogar schon was drin, das ist gut. Zack. Einmal nach oben hin ein kleines Löchlein gebuddelt. Jawohl, super. Kriegen wir den nämlich schon mal auf. Perfekt. So, bisschen Schmelzerei. So. Dann habe ich noch zwei weitere Bienen vorbereitet. Die sind noch draußen. Und zwar habe ich hier einmal eine Orc Crusher mit so einem Pheromon-Frame. Habe ich hier Pheromone dazu gemacht. Und die Smelter. Auch mit passenden Pheromonen. Dann brauche ich noch Filter. Habe ich nicht. Ich hätte gern die Signale und Filter. Dafür brauche ich die Hardened. Machen wir mal 8 Stück. So, dann kommt hier die Ore Crusher rein. Da kommt die rein, die kriegen jeweils die Upgrades. Perfekt. Und dann machen wir hier einmal Ore Crusher und Smelter. Hier machen wir einen Ore Crusher Pheromon drauf und hier machen wir Smelter Pheromon drauf. Das sorgt dafür, dass im Prinzip jetzt die Smelter Biene nur hier drauf gemünzt ist und die Ore Crusher nur hier drauf gemünzt ist. Dann machen wir hier noch haben wir die Filter da. Jawohl. Ach du meine Güte. Dann nehmen wir mal hier raus, was wir crushen können. Und zwar Gold, Silber, Lead, Iron, Copper. Aluminium. Nickel glaube ich auch. Uranium, Certus, Apatit. So, das machen wir mal hier alles auf. Alles da rein. Wenn ich das jetzt auf... jetzt bin ich gerade mal überlegen.
Wenn ich das jetzt da rauslaufen lasse und hier rauflaufen lasse, dann brauche ich hier auch noch wieder anders machen. Der kommt weg. Dafür kommt der dahin. Brauche noch ein Servo. Auch noch. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf Whitelist. Dann gucken wir mal, ob hier was passiert. Sieht nicht so aus. Doch auch Items und Redstone, ja. Ignore all electricity, use NBT, ignore NBT und ignore Metadata. Das ist nicht richtig, was ich da gebaut habe. Ich brauche mal hier den Hammer. Und zwar da muss... der Kamerad rein. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, jetzt müsste das Ganze verlaufen. Genau, da liegt ein Goldohr drauf. Jetzt könnte ich im Prinzip, da bräuchte ich noch nicht mal einen Filter. Brauche ich noch ein Servo. So, den machen wir einfach an. Genau, und dann haben wir hier das Goldohr, was wir direkt nochmal mit einem Servo hier reinlaufen lassen können. Zack. Jawohl, okay. Dann brät er das schön durch. Perfekt. Bam, bam. Das geht auch recht gut fix. Filter arbeiten. Whitelist. Okay. Und wenn ich jetzt ihm sage, zack,
da den Feld. Nee, ja, wenn ich das jetzt. Ach, das ist natürlich jetzt blöd. Wenn ich jetzt hier raussauge und ihm sage, er soll alles rausnehmen. Oh, das geht eigentlich ganz gut fix. Das geht wirklich schnell. Holy moly, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so schnell geht. Kann ich das? Das muss ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Dazu mal gucken, ob er das machen kann. Jetzt habe ich natürlich hier nichts mehr. Da. Okay, er hat auf jeden Fall irgendwas mitgemacht. Nein, kann er nicht durchschmelzen. Okay, dann schmeißt er. Okay, das ist natürlich ungünstig so. Ich weiß nicht, warum das so schnell geht. Uranium. Eisen, Eisen. Okay, er kann das alles irgendwo hinsortieren, das ist schon mal gut. Okay, das Uranium nimmt er anscheinend nicht raus. Das heißt, das funktioniert anscheinend nicht. Zack. Dann da raus von der Whitelist. Da können wir das hier alles mal wieder reinschmeißen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Dann kann das hier so weit weg. Genau, das funktioniert hier gut, vollautomatisiert. Hier muss ich mir was ausdenken, dass ich die Honeycombs loswerde. Wie mache ich das am besten? So. Okay, das passt. Und den auch aktiv. Und dann. Ja, egal, machen wir hier einmal so rum. Zack. Da weg, da weg. Der bleibt. Den auch aktiv. Genau, dann zieht er die nämlich hier erstmal schön mit durch. Hier ist die Stromversorgung sichergestellt. Okay, das passt auch. Genau, und jetzt habe ich hier noch diese ganzen Erze. Kann ich das crushen? Das kann ich schmelzen. Mir mal ein Diamond Ohr bitte. Okay, das funktioniert. Die anderen Erze kann ich auch so weit schmelzen, ne? Kohle. Kohle kann ich schmelzen. Redstone. Könnte ich auch schmelzen.
Wobei, da gibt's bessere Lösungen. Wobei, um das Ganze hier jetzt erstmal im Grinder. Oh, Moment. Wenn das im Grinder geht. Dann geht das auch hier drin. War das jetzt abgeführt oder ist das da noch drauf? Das ist noch drauf, ne? Da kriege ich viermal raus. Da ist kein Filter gesetzt. Könnte ich aber eine weitere Flower machen. Also Lapis. Können wir Lapis auch? Was kommt denn raus, wenn wir Lapis schmelzen? Nichts. Es läuft doch so schnell durch, ich sehe das nicht. Okay, dann könnten wir Lapis hier in den Filter noch mit reinnehmen. Kann er das ruhig mit durchhauen. Ruhig mit durchhauen. Oh. Crushed Lapis. Ah, der crusht das. Oh, ist ja cool. Okay. Clever. Ist gut. Kriegen wir 6-mal Lapis für. Dann kann er das auf jeden Fall mit durchziehen. So, was haben wir hier noch? Diamonds. Gehen hier nicht. Emerald geht auch nicht. Glowstone können wir direkt abführen. Nether Quartz. Oh. Gucken wir mal. Okay, kann er anscheinend auch. Dann darf das damit rein. Wo auch immer die Dinger jetzt herkommen. Das kann er, das kann er. Tin. Ruby. Okay, Ruby kann ich da noch nicht mal drauflegen. Könnte ich Ruby da drauflegen? Auch nicht. Okay. Gucken wir mal. Kann ich im Grinder machen? Kriege ich Ruby Dust? Hier kann ich im Industrial Grinder machen, kriege ich direkt Rubies raus. Ruby Dust wäre natürlich fein, das direkt rauszukriegen. Könnte man dann also in den Grinder reinhauen. Okay, Ruby geht hier also auch nicht.
Bauxit, Cinnabar, Peridot, Aluminium. Habe ich Aluminium hier im Filter? Aluminium habe ich im Filter drin, aber Tin nicht. Ja, okay. Nickel, Uranium, Zertusquarz, Ohr und Apatit. Okay, ja, lassen wir das einfach so, wie es ist. Kohle kann ich da noch mit reinhauen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, Kohle funktioniert auch. Dann Kohle. Zack. Boah, dieser Miner ist so wahnsinnig schnell. Das kommt hier unten gar nicht hinterher. Okay, wir warten mal. Wir gucken mal, ob sich das Ganze ein bisschen einpegelt bis zur nächsten Folge. Das läuft hier alles soweit. Das ist super. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit dieser wunderbaren Konstruktion erstmal Feierabend für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Vielleicht werden wir hier in der nächsten Folge nochmal weiter basteln. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bis dahin wieder. Ich bedanke mich bei euch und adios muchachos. Bye bye.